An alle Frauen und auch Männer da draußen. In diesem Video besprechen wir die drei größten Ängste einer Frau in einer Liebesbeziehung. Um dich selber, aber du auch als Mann, um die Frau besser zu verstehen und auf sie eingehen zu können. Ich habe 100 Frauen gefragt, ich habe mit ihnen gesprochen und habe analysiert, okay, was ist immer eine wiederkehrende Angst, wenn es um Liebesbeziehungen geht. Und diese drei Hauptängste werde ich heute vorstellen, denn sie sollen dir helfen, ja, dich erstmal vielleicht wiederzuerkennen und damit du auch das Gefühl hast, du bist nicht alleine, ja, das bist du nicht, aber sie sollen dir auch Mut geben, denn es gibt einen Weg daraus, raus aus diesen Ängsten, die am Ende blockieren, vor einer erfüllenden Beziehung. Eins der größten Ängste der Frau ist es, nicht genug zu sein. Ja, vielleicht hast du das Gefühl, dein Körper ist nicht sexy genug, du bist vielleicht nicht interessant genug, nicht witzig genug, nicht erfolgreich genug. Und eine Frau versucht in diesem Moment erfolgreicher zu wirken, sexier zu wirken und sie kommt unter Leistungsdruck. Das ist aber ein Problem, denn um wirklich in einer Weiblichkeit zu scheinen und auch für die männliche Energie attraktiv zu bleiben, geht es vor allem als Frau darum, sich hinzugeben, zu vertrauen und wie ein Magnet die Dinge an sich zu ziehen. Stattdessen, wenn man Angst hat, nicht genug zu sein, geht man in die männliche Energie. Man fängt an, Leistungsdruck aufzubauen. Man tut, man macht, man operiert sich vielleicht sogar für die andere Person, damit man gefällt. Und diese Angst ist wirklich fast bei jeder Frau, ja, die Angst, nicht genug zu sein. Aber stell dir vor, wenn es möglich ist, diese Angst loszuwerden. Was wäre das für ein Leben in einer Beziehung? Du könntest wirklich wahrhaftig eine weibliche Energie leben, denn du vertraust, du bist nicht mehr im Leistungsdruck und du kannst dich mit dem Leben, dem Genuss hingeben, deinen Wünschen hingeben. Und das ist das most sexiest, was ein Mann sich wünschen kann, wenn eine Frau sich ihren Lüsten, ihren Wünschen, ihren Sinnen hingibt und wirklich einfach nur genießt ihre weibliche Energie. Ganz ohne etwas performen zu müssen. Doch da kommt auch schon die zweite Angst einer Frau, und zwar die Angst, verlassen zu werden. Womöglich, weil man eben Angst hat, nicht genug zu sein. Aber man muss verstehen, die weibliche Energie braucht Gemeinschaft. Die weibliche Energie hat diese Mutteressenz und eine Mutter möchte Gemeinschaft, sie möchte ein Team aufbauen, sie möchte für alle da sein. Und da kommen wir schon zu dem Knackpunkt. Sie möchte für alle da sein, sie möchte dafür sorgen, dass es dem Mann gut geht, dass es den Kindern gut geht und erst am Ende sorgt sie für sich. Das ist gesund oder ungesund, darüber kann man jetzt streiten, aber es ist eine weibliche Naturmotivation, dass wir wirklich für die anderen da sein wollen und dass wir die Gemeinschaft aufbauen. Und da kommen wir auch schon zur zweiten Angst der Frau, und zwar die Angst, verlassen zu werden. Warum ist das so eine große Angst, vor allem bei der Frau? Jetzt muss man dazu sagen, jeder hat natürlich diese Angst. Wir sind Rudeltiere, wir brauchen die Gemeinschaft. Aber der Unterschied zwischen der weiblichen und der männlichen Energie ist, dass die weibliche Energie, sie braucht Familie, sie braucht Gemeinschaft. Ja, die Frau möchte für das Wohl der anderen sorgen. Ja, es ist für sie ein Genuss, wenn sie sorgen kann, dass es dem Mann, der Frau, ja, den Teammitgliedern, den Gemeinschaftsmitgliedern gut geht. Ja, es geht darum, für die anderen zu kochen, für die anderen da zu sein, eine Umarmung zu sein. Ja. Wir haben alle diese Mutterenergie, jede weibliche Energie hat eine Mutterenergie in sich und die möchte gelebt werden. Und wenn wir natürlich konfrontiert werden von Menschen, die das nicht wollen, dann greift das im Kern der Frau einfach an. Ja? Diese Angst, warte mal, ich darf mich nicht um diese Person kümmern, um das Wohlergehen dieser Person. Diese Angst, verlassen zu werden und damit nicht diesen Herzenswunsch, dass ich sorge, mich um andere ausführen zu können, ist eine tiefe, tiefe Angst der Frau. Doch wie würde dein Leben aussehen, wenn du nicht die Angst hast, verlassen zu werden, weil du ganz tief in deinem Innern vertraust, dass alles, jede Trennung oder jedes Zusammenkommen genau perfekt vom Leben orchestriert ist. Wenn die Angst sich verwandelt in Vertrauen und wir wissen, wenn wir bei uns bleiben, dann bleiben auch die Menschen bei uns.
Das ist das Spiegelgesetz. Und da kommen wir auch schon zur dritten Angst, die ich immer wieder von den Frauen höre. Und zwar die Angst, sich selbst zu verlieren in einer Beziehung. Oder auch die Angst, die eigene Identität zu verlieren. Denn nochmal, es ist für die Frau ein Genuss, für das Wohl der anderen zu sorgen. Aber wenn wir merken, da kommt keine Liebe zurück, ja, oder die Person will uns vielleicht sogar verlassen, plus wir stehen vielleicht unter dieser Angst, nicht gut genug zu sein, ja, und wir haben diesen Leistungsdruck in uns. Wir stellen unsere eigenen Bedürfnisse und unsere eigenen Wünsche und Gedanken im Hintergrund, weil wir nur im Garten des anderen sind, im Garten des anderen Partners häufig, und überlegen, okay, was möchte er hören, was möchte er sagen, was möchte er gerne, damit ich darauf reagieren kann, damit ich das organisieren kann, ja. Die Frau verliert sich selber. Und wenn wir das über Monate, Jahre durchführen, dieses, wir sind nur für andere da, aber nicht für uns selber, wir wissen am Ende gar nicht mehr, wer wir sind. Wir haben gar kein Gespür mehr dafür, was unsere Intuition uns sagt. Und unsere Intuition ist sehr subtil, ist nicht so aggressiv in der Aussage, was oder sie möchte. Und man muss dafür sehr hellhörig oder hellfühlig oder, ja, jeder hat andere Sinne, wie sie mit der Intuition sprechen. Aber wir müssen sehr feinfühlig sein, um das zu hören. Eben über Monate, Jahre für andere nur da sind, verlieren wir dieses Gefühl für uns selber. Und wir wissen am Ende gar nicht mehr, wer wir sind. Und dann werden wir zu einer Maske. Und dann fragen wir uns, okay, wie kann man, also, und dann stehen wir vor dem Konflikt, dass wir erwarten, dass der Partner uns liebt, aber am Ende, wir sind nur eine Maske. Wir zeigen uns nicht mit unseren Bedürfnissen, wir zeigen uns nicht mit unseren Wunden. Und das ist ja am Ende, was eine Beziehung, eine erfüllte Liebesbeziehung ausmacht. Der Mann, also die männliche Energie, ich möchte von der männlichen Energie sprechen, nicht vom Geschlecht Mann, sondern die männliche Energie möchte wissen, was die weibliche Energie braucht. Denn die männliche Energie braucht Guidance, braucht Angaben, was eine Frau möchte. Aber wenn die Frau selbst nicht mit sich verbunden ist, kann sie das nicht sagen. Und der Mann ist komplett verloren, fühlt, die Frau ist nicht ganz happy. Ja? Und was macht der Mann? Er zieht sich zurück, weil er glaubt, er kann die Frau nicht glücklich machen. Ja? Also es ist am Ende schädlich, nicht nur für die weibliche Energie mit all ihren Ängsten, ja, darunter leidet man natürlich, sondern es ist am Ende auch schädlich für die Liebesbeziehung. Und deswegen auch hier, erlaube dir ein Leben ohne diese Angst. Stell dir vor, es gibt ein Liebesleben, wo du deiner selbst treu bleibst, deinen Bedürfnissen, deinen Ängsten, deinen Gedanken, deinen Meinungen, und du kannst eine Beziehung auf Augenhöhe führen und vor allem wirst du dafür geliebt, so wie du bist, als weibliche Energie, als einzigartiges Wesen, was du bist. Wenn du also spürst, dass diese Ängste ständig dich und deine Beziehung manipulieren, im Weg stehen, dann habe ich etwas für dich. Und zwar ist das mein Kurs, den Ex-Partner loslassen. Da geht es vor allem darum, diese ganzen Ex-Beziehungsmuster, diese aufgebauten Erinnerungen, die du in deinen Liebesbeziehungen aufgebaut hast, auch die mit deinen Eltern, sich von ihnen zu lösen, wirklich wieder sich zu befreien von alten Glaubenssätzen, von alten Emotionen, die du rumträgst, die diese aktuellen Ängste hervorheben, damit du endlich befreiter lieben kannst, ja, vom Herzen aus fühlen kannst, für dich einstehst, dass dein Partner dich sehen kann und vor allem, dass dein Partner sich so lieben kann, wie du bist. Denn nur das ist wahrhaftige und auch eine nachhaltige Beziehung. Klick also jetzt auf diesen Link hier unten und dann befreie dich von diesen Ängsten. Bleib nicht in der Angst. Du hast es wirklich verdient, eine erfüllte Beziehung zu führen. Ich freue mich, wenn wir uns sehen. Deine Jutta.